Bei diesem stürmischen und regnerischen Wetter gibt's doch nichts Schöneres, als Pokémon Shiny zu hunten. Und wenn ihr auf der Jagd nach Shiny Pokémon in Pokémon Legenden Arceus seid, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich zeige euch die wohl einfachste Methode, um gezielt Shiny Pokémon zu hunten und vielleicht sogar die einfachste Methode in allen Pokémon-Spielen. Denn der Vorteil an Pokémon Legenden Arceus ist, wenn ihr einem Pokémon begegnet, dann seht ihr direkt in der Overworld, dass es Shiny ist. Und es erscheint, also es ertönt auch immer dieser kleine Ton. Ja, also, ich zeige euch. Wir haben hier einen massiven Auflauf von Rotoms. Das funktioniert mit jedem Pokémon, von dem ein massiver Auflauf auftaucht. Ihr müsst einfach nur gucken, wann euer Pokémon als Massenbegegnung auftaucht. Und dann könnt ihr eigentlich schon starten. Was auf jeden Fall von Vorteil ist, ist, wenn ihr den Pokédex-Eintrag von dem Pokémon schon auf Forschungslevel 10 habt. Denn das erhöht nochmal die Shiny-Chance. Ich glaube, das sind ein oder zwei extra Rolls. Und bei Massenbegegnungen sind es, weiß nicht wie viele, auf jeden Fall ist die Chance sehr hoch. Sehr hoch, dass ihr einem Shiny-Pokémon begegnen könnt. Also, um die Begegnung zu resetten, sprecht ihr mit Professor Laven, geht zurück nach Jubeldorf. Denn die Reise zu Jubeldorf und wieder zurück resettet jeweils die Spawns. Dann geht er wieder hin. So, Massenauflauf von Rotom gesichtet. Ihr reist zur Gipfelbasis oder, egal welches Pokémon ihr huntet, immer zu dem Punkt, der am nächsten zu eurem Pokémon ist. Die Gipfelbasis ist zum Glück direkt daneben, was richtig praktisch ist. So, dann speichert ihr hier bei der Basis und begebt euch zu dem entsprechenden Ort, wo euer Shiny Pokémon auftaucht. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, ihr solltet automatisches Speichern deaktivieren, damit wirklich nur eure Speicherstände genommen werden von eurem manuellen Speichern. Ansonsten wird zwischengespeichert an einer Stelle, an der ihr es überhaupt nicht gebrauchen könnt. Also ganz wichtig, automatisch speichern aus. So, hier haben wir vier Rotoms. Ich habe mir jetzt ein sehr, sehr schwer zu fangendes Pokémon ausgesucht, denn Rotom entdeckt euch richtig schnell. Rotom entdeckt euch richtig schnell und anstatt einen Ball zu schmeißen, habe ich jetzt direkt angegriffen. Ja, weil ihr seht, man hat weniger als eine Sekunde Zeit oder vielleicht nur eine Sekunde, um einen Ball zu schmeißen und es entdeckt euch so. Also bei einem Pokémon wie Rotom ist es vielleicht wirklich einfacher, es zu besiegen. So, ihr müsst quasi nur 8 bis 9 von den Rotoms besiegen. Das machen wir jetzt mal schnell. So, jetzt haben wir so viele Rotoms besiegt, dass am Ende nur noch 3 Stück übrig sind. Wenn nur noch 3 übrig sind, dann werden keine mehr nachspawnen. Das ist der Moment, wo ihr euer Spiel neu startet und ab eurem Speicherpunkt vor Professor Laven wieder ins Spiel einsteigt. Wenn ihr das Spiel neu gestartet habt, startet ihr einfach von eurem letzten Speicherpunkt aus, reist zurück nach Jubeldorf, um die Spawns zu resetten. Das resettet komplett die gesamte Massenbegegnung und ihr habt 12 neue Chancen, einem Shiny Rotom oder eurem Shiny Pokémon zu begegnen. Wieder im Kraterberg Hochland angekommen, speichern wir wieder ab und begeben uns auf schnellstem Wege wieder zu unserem Ort.
So, jetzt haben wir wieder alle Rotoms bis auf 3 besiegt. Da war kein Shiny dabei, deswegen haben wir das Spiel wieder neu gestartet, reisen wieder nach Jubeldorf, um die Spawns zu resetten, reisen wieder zurück zum Ort der Massenbegegnung und speichern dort wieder ab. Und das wiederholen wir einfach so lange, bis unser Shiny-Pokémon dabei ist. Ich werde es jetzt mal machen und ich hoffe, dass es für mich jetzt nicht zu lange dauert. Ich werde euch dann gleich wiedersehen. So, da ist unser Shiny. Das war schwierig. Da. Wir haben es gefangen. Shiny Rotom. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und vor allen Dingen speichern. So, speichern. Tatsächlich habe ich jetzt gar nicht lang gebraucht, um das zu fangen. Und es war auch das zweite, das ich gefangen habe. Ich kann euch einen Tipp geben. Wenn bei den ersten, also wenn ihr hinlauft und bei den ersten 4 Pokémon direkt ein Shiny dabei ist, dann könnt ihr das Spiel resetten, weil ihr euch dann sicher sein könnt, dass, wenn ihr es neu startet, dass wieder bei den ersten 4 Begegnungen das Shiny dabei sein wird. Ja. Aber wenn ihr das Rotom oder das Pokémon halt erst beim 5., 6., 7. Pokémon erwischt in Shiny, dann müsst ihr entweder sofort speichern oder wirklich euch Mühe geben, es zu fangen. Denn ich habe das Gefühl, dass das nicht gespeichert wird. Also, wenn ihr das Spiel speichert, dann erst das 5., 6., 7. ein Shiny ist und dann das Spiel resettet, kann ich nicht dafür garantieren, dass wieder das 5., 6. oder 7. ein Shiny sein wird. Weil genau das ist mir jetzt gerade eben passiert. Das Rotom hier ist nämlich das zweite, was mir begegnet ist. Kurz nachdem ich gesagt habe, hier, wir sehen uns gleich wieder, ist mir ein Shiny begegnet. Und ich habe das Spiel resettet. Und wollte dann aufnehmen, wie ich dem wieder begegne. Und es kam nicht. Deswegen müsst ihr aufpassen. Ja. Darauf müsst ihr achten. Also, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Schritt 1. Ihr geht zum Ort der Massenbegegnung. Das ist hier das Kraterberg Hochland. Ihr speichert an der Basis, die am nächsten zu der Massenbegegnung ist. Das ist in dem Fall die Gipfelbasis. Wir speichern jetzt einmal. So, dann geht ihr zum Ort der Massenbegegnung, sucht euch den schnellsten Weg, begegnet allen Pokémon, indem ihr sie entweder alle fangt oder besiegt, je nachdem, was für eine Pokémon-Art ihr jagt. Wenn kein Shiny-Pokémon dabei ist, dann resettet ihr euer Spiel, startet somit ab diesem Speicherpunkt wieder neu, spricht mit Professor Lavenne, reist nach Jubelstadt, reist wieder zurück zu dem Ort eurer Massenbegegnung und speichert wieder ab und wiederholt das so lange, bis euer Shiny-Pokémon dabei ist. Es kann ab und zu sein, dass bei einem Reset euer Pokémon als Massenbegegnung doch nicht wieder auftaucht, nachdem ihr von Jubelstadt wieder zu dem Ort wollt. Dann resettet ihr einfach nochmal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Pokémon wieder als Massenbegegnung auftaucht, ist sehr hoch. Also nur in seltenen Fällen. Und dann ein anderes. So, und das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr euer Shiny-Pokémon habt. Das dauert in der Regel zwischen 15 Minuten und 3 Stunden, je nachdem,
wie glücklich ihr, also wie lucky ihr seid mit dem Pokémon. Was ich euch, also was für mich persönlich keine Voraussetzung ist, ist, dass ihr den kompletten Pokédex schon voll habt. Denn dann bekommt man den Chillerpin, was die Shiny-Rate noch weiter erhöht. Aber wie ihr seht, ich habe noch keinen Chillerpin und habe schon einiges an Shiny-Pokémon fangen können. Ich glaube 7 Stück bis jetzt. Ich kann ja noch mal kurz nachzählen. Pokémon. So. So, ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Stück sind's. 7 Stück. Das Shiny Ponita bekommt man ja fest, die man in Jubeldorf annimmt. Umsonst. Muss man dann einfach nur finden. Genau. Ja. Also, das ist die einfachste Methode, um an Shiny Pokémon ranzukommen. Wenn euch das Video gefallen hat und euch vor allen Dingen weitergeholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, viel Erfolg beim Shiny Hunten. Wir sehen uns. Ciao.